zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Sticker selber machen, Teil Nummer 2. In Teil Nummer 1 hatte ich euch ja das Ganze gezeigt, wie ich mir das hier zum Beispiel mit den Distress-Oxid-Kissen gestalte, bestempeln kann und dann, wenn man das möchte, sich auch noch alles schön mit der Big Shot ausprägt oder auch noch ausstanzen kann. In Teil Nummer 2 habe ich eine etwas andere Variante für euch ausgewählt. Viele von uns führen ja Tagebücher, Bullet, Journal, Kalender und so weiter und so weiter. Und wir sind ja immer mal wieder auf der Suche nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Mir persönlich gehen ganz oft immer die Tage aus. Ich habe dann aber auch nicht immer Lust, mir das dann immer alles in Schönschrift in mein Buch zu schreiben. Darum freue ich mich immer, wenn ich mal ein paar Sticker mit den Wochentagen bekomme. Da hatte ich ja in meinem Ali-Haul auch schon mal dieses Washi hier vorgestellt. Aber immer das Gleiche macht ja dann auch keinen Spaß und immer auf Englisch auch nicht immer. Demzufolge, ist man immer mal wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Auch die Monate waren dann alle 12 hintereinander weg. Und ja klar, man nimmt sich dann seinen Tag, seinen Monat ab und klebt ihn sich dann rauf. Und den Rest wird man dann sicherlich auf eine Klarsichtfolie schön verwahren können. Aber das Nonplusultra war es auch noch nicht. Darum bin ich wieder zurückgegangen in die altherkömmliche Art und Weise, sich die Sachen selber zu erstellen am Computer, auszudrucken. Und so kann man sich die Sachen dann auch noch weiter farblich gestalten. Und in diesem Fall zum Beispiel mit Hotfoilfolie. Und wenn ihr Interesse dran habt, dann zeige ich euch, wie das geht. Um sich solche kleinen Sticker erstellen und gestalten zu können, müsstet ihr mal schauen, was ihr so auf dem Rechner habt. Paint, Schrägstrich-Malprogramme und so weiter und so weiter. Auch viele verschiedene Programme gibt es jetzt schon als App fürs Pad oder fürs Handy. Da müsstet ihr mal schauen, was ihr da so Schönes habt. Ich persönlich arbeite gerne mit dem Silhouette Studio Programm. Das habe ich damals dazu bekommen zu meinem Cameo. Diese Software kann man sich aber auch gratis bei Silhouette America runterladen. Die funktioniert super gut auch ohne Plotter. Da braucht man nicht unbedingt einen Plotter für. Dieses Programm ist aber wirklich ein recht einfaches Programm und hat ganz viele tolle Sachen, die man noch nutzen kann, wie zum Beispiel die Nachzeichenfunktion, wo man aus Bildern sich das Ganze nachzeichnen lässt und dann zum Beispiel als aufs T-Shirt drucken kann mit Textilfolie und so weiter und so weiter. Dazu habe ich aber vor, in der nächsten Zeit dann ein paar mehr Videos zu machen. Jetzt zeige ich euch erstmal den Plotter, von dem ich hier so schwärme. Mein Cameo ist rosa, da gibt es aber auch noch ganz viele andere Farben von. Er kann malen, zeichnen und schneiden. Zum Malen kann man solche Stifte hier nehmen und Bleistifte zum Zeichnen. Da gibt es dann noch eine extra Stiftehalterung hier. Ich persönlich schneide aber viel lieber mit ihm. Da gibt es diese automatischen Messer, die er sich dann alleine einstellt, je nachdem, welches Material man am Computer sagt, welches er schneiden soll. Man kann über Folien, Vinylfolien, selbstklebende Folien, T-Shirt-Folien, ganz dünne Flexfolien bis etwas dickeres Papier oder dieses Stickerpapier, Cardstock, Pappe, kräftige Pappe, Kunstleder, was habe ich neu geschnitten, Stoff zum Beispiel kann er auch sehr gut schneiden und er schneidet angeblich auch dünne Holzplatten, die persönlich habe ich aber noch nie ausprobiert und ich glaube, das brauche ich auch nicht. Das Ganze wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, damit ihr wisst, wenn ich von meinem Plotter rede, was ich dann da so meine. Und jetzt kann der Ganze hier wieder weg und wir können mit unseren Stickern weitermachen. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sticker erstellt und mit einem Laser und einer recht hohen Qualität ausgedruckt. Ich hatte das Ganze schon mehrfach getestet mit meinem Tintenstrahldrucker. Das klappt überhaupt nicht, da hält die Folie gar nicht dran, da fehlt die Klebekraft. Dann habe ich das nochmal mit meinem Laser und einer etwas schwächeren Qualität ausprobiert. Ja, ein bisschen Schimmer ist drauf, aber nicht zu vergleichen mit dem, was man erzielen kann. Das Ganze dann auch nochmal auf Transparentpapier. Sieht interessant aus, ist aber auch noch kein besonderes Ergebnis. Das habe ich dann mit
viel Farbe, also praktisch alles in Schwarz eingefärbt und dann noch einmal mit dem Deser ausgedruckt und mit der Folie verschweißt. Und jetzt sieht das Ganze so aus und ich finde, das ist dann schon mal ein Ergebnis, worüber man sich freuen kann. Auch mit ein paar anderen Farben habe ich das Ganze ausprobiert. Hier unten habe ich die Kreise in verschiedenen Farben gestaltet und dann die Folie in Lila verwendet. Das ist die Veredelungsfolie aus dem Plottermarie Shop. Hier war ein Stückchen Kupfer oder Roségold von der Hot Foil aus dem Action und die Reste, da das Stück nicht so breit ist, habe ich hier einfach noch mit ein paar Resten versehen. Jetzt sind die Vögel hier unten zweifarbig und die Punkte hier oben auch. Das ist mal eine interessante Farbe, aber so kann man auch ein paar Reste verarbeiten. Hier habe ich noch mal mit Blau experimentiert und einem ganz normalen Stückchen Kopierpapier. Und da ich nicht alles immer nur in Schwarz ausdrucken möchte, habe ich hier die unteren und die oberen Blumen nur die Ränder in Schwarz gestaltet und mit Gelb gefüllt, um zu sehen, wie viel Folie sich dann darauf festsetzt. Mal ist es etwas mehr und hier etwas weniger, aber ich finde, genau das macht jeden Sticker dann einzigartig. Wie man sieht, auch die ganz dünnen Linien, die ich hier eigentlich nur als Offset gelassen habe, damit ich es dann etwas leichter habe auszuschneiden, selbst diese dünnen Linien lassen sich mit Folie versehen. Und das möchte ich an diesem Exemplar hier austesten noch. Dafür nehmen wir uns ein Stückchen Butterbrotpapier und mein Folienschweißgerät, was sich hier schon mächtig heiß läuft. Dudelt schon die ganze Zeit hier neben mir. Ein Stückchen Butterbrotpapier, dann unser mit Laser ausgedrucktes Stückchen Cardstock. Das ist ganz normaler Cardstock von meinen Actionblöcken hier. Ein Stückchen Folie. Ich möchte jetzt mal Silber ausprobieren. Das schneide ich mir. Hier lege ich mir noch ein paar Reste drauf, die gleich noch mitverarbeitet werden. Klappe mir die Folie zu und stecke das jetzt einfach in mein Folienschweißgerät hier rein. Habe ich befürchtet, da war dann doch nicht genügend Farbe drauf. Es war nämlich nicht schwarz, sondern grau. Also wenn ihr mit Hot Foil und da ein richtig kräftiges Ergebnis haben wollt, dann wirklich mit schöner, intensiver Farbe arbeiten. So wie in diesem Falle hier, das Ganze jetzt noch einmal in Schwarz. Und jetzt nehmen wir mal Silber hier, den Rand, und versuchen das noch einmal. Das ist immer mega spannend, ich kann immer so schlecht abwarten. Ich muss schon mal vorher lunchen, ob das auch was wird. Und ich finde jetzt, jetzt ist das Ergebnis schon um einiges besser. Hier war jetzt der blöde Streifen drauf. Das stört mich jetzt aber nicht, denn die anderen sind richtig toll geworden. Da
es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das hier nicht so funktioniert. Hier kann man noch den Rand lang schneiden, dann habe ich diesen Wimpel auch noch. Wie gesagt, da wo viel Druckerfarbe ist, da hält dann auch die Folie richtig gut. Auch die silbernen, ja, haben hier noch ein zusätzliches Muster von der Folie, da wo die Folie jetzt ab war. Ist jetzt noch das Stückchen Heißluftballon und die Blume hier. Hier ist der große Heißluftballon. Richtig cool. Auch die hier, wo nicht so viel Farbe drauf ist, das stört mich auch nicht. Die werden auf alle Fälle weiterverarbeitet. Die kann man immer gut einsetzen. Und so kann man sich das Ganze ja einfach mal ausprobieren mit viel oder mit weniger Farbe und mit Hot Foils und Veredelungsfolie zum Beispiel von der Plot. Den Link dazu werde ich euch unten in die Infobox schreiben. Jetzt zeige ich euch, wie ich im Silhouette Studio diese Wimpel hier erstelle und das Ganze dann so kopiere, dass es ein A4-Blatt voll wird. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch auch ein kleines bisschen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Um sich so einen tollen Wimpel erstellen zu können, öffnen wir uns das Silhouette Studio Programm, gehen erstmal auf der rechten Seite und holen uns ein Raster, damit das Ganze etwas leichter für uns ist. Hier könnt ihr gleichzeitig noch die Rasterfarbe und einige Sachen verändern. Ich persönlich bleibe jetzt mal beim Grau. Dann gehe ich auf der linken Seite hier und hole mir ein Rechteck. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe mir ein Rechteck auf. Ich werde mir jetzt mal 1, 2, 3, 4 Spalten nach rechts wählen und 4 nach unten. Jetzt haben wir uns schon mal die Grundform erarbeitet. Die werde ich jetzt auf der linken Seite, auf der rechten Seite hier mit Farbe unterlegen, sodass wir das besser sehen können. Auf der linken Seite unter dem Zeigewerkzeug befindet sich das Punktebearbeitungssystem. Da bitte einmal raufklicken. Jetzt gehen wir einmal zwei Kästchen, also genau zur Mitte, drücken wieder die Maus und schieben uns das Ganze ein Stückchen weiter nach oben. Ihr könnt es jetzt ganz nach oben. Ich gehe nur eine Kästchen-Variante weit nach oben und schon haben wir uns unseren ersten Wimpel erarbeitet. Diesen Wimpel könnt ihr jetzt breiter und länger machen. Wenn ihr an den mittleren Punkten die ganze Sache aufzieht, wenn ihr das Ganze aber in einer konstanten Größe bewegen wollt, dann bitte immer oben am oberen Rand anfassen und so könnt ihr das Ganze proportional gleich aufziehen. So, jetzt haben wir uns einen schönen Wimpel erarbeitet. Den mache ich mir jetzt mal gleich ein bisschen kleiner und gebe dem Ganzen noch eine andere Farbe. Hier habt ihr auf der rechten Seite die Möglichkeit, unter dieser Farbmischpalette hier eure Farben auszuwählen. Zu diesen oberen Punkten hier oben kommen wir noch in einem nächsten Video. Hier könnt ihr jetzt spielen, welche Farbe ihr möchtet und mit welcher Intensität. So eher transparent oder sehr kräftig. Ich möchte das Ganze jetzt mal in Blau halten und lege mir das auf die andere Seite. Jetzt gehe ich mir ein nächstes Feld holen, ziehe mir das wieder auf, dieses Mal 5 und 6 nach unten. Aber ihr seht schon, das bleibt jetzt immer gleich, da ändern sich nur die Ausgangspunkte. Hier hole ich mir jetzt wieder das Punktwerkzeug, gehe zur Mitte und ziehe mir das einmal nach oben. Diesen Wimpel jetzt etwas ja, spitzer. Dem gebe ich dann auch wieder eine andere Farbe und lege mir das Ganze wieder rüber. Jetzt hole ich mir das nächste Rechteck und ziehe mir das nur auf 3 Spalten auf und 5 nach unten. Jetzt gehe ich auch hier wieder genau in die Mitte und ziehe mir das Ganze noch ein bisschen
Reichweite auf. So könnt ihr mit ganz wenigen Handgriffen euch eure eigene Wimpelform erstellen. Ich versuche das jetzt mal übereinander zu legen, sodass man den Unterschied etwas leichter erkennen kann. Und je nachdem, wie breit und wie lang ihr das nach unten aufzieht und dann in der Mitte euch die Sache nach oben schiebt, hier die Punkte, die Mittelpunkte, so erhaltet ihr immer eine andere Variante. Das Ganze machen wir uns jetzt etwas kleiner, weil wir wollen ja davon viele haben. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal das Raster weg. Raster nicht mehr anzeigen. Dann hole ich mir einen Wimpel. Diesen Wimpel kann man jetzt in verschiedenen Varianten kopieren. Ich persönlich bevorzuge die Variante mit dem Kopierwerkzeug hier oben. Na, und einen noch, glaube ich. Ne, den legen wir erstmal weg. Hier an der Seite seht ihr zwei Ränder. Der eine ist der Schneiderand und der andere ist der Druckrand, das heißt, alles, was über den grauen Rand geht, wird vom Drucker nicht mehr erfasst. Da muss man ein kleines bisschen drauf achten. Jetzt werde ich mir das Ganze noch ein kleines bisschen hinschieben. Ich habe hier auch die Basis Edition, also die Anfängervariante, so dass es für euch ein kleines bisschen einfacher ist, das Ganze nachzuvollziehen. So, auch dieses kleine Wimpelchen hier etwas kleiner machen und wieder einmal kopieren. Es gibt hier auf der rechten Seite noch ein anderes Vervielfältigungswerkzeug. Nein, der ist das. Da könnt ihr euch gleich mehrere Varianten kopieren lassen. Ich persönlich mag diesen Abstand nicht hier zwischen und immer dieses Nacharbeiten. Darum wähle ich die einfache Variante da oben immer sehr gerne. So, jetzt noch diesen Wimpel, den möchte ich etwas größer lassen. Diese drei Varianten ziehe ich mir denn einmal alle zusammen und kopiere mir das jetzt hier einmal wieder oben. Jetzt habe ich ganz viele davon, die werde ich mir jetzt wieder verkleinern und so reinsetzen. Das Ganze kann ich mir jetzt noch mal kopieren. Davon nehme ich jetzt nur die Hälfte. Setze mir da rein und die obere Reihe werde ich mir noch einmal kopieren. Ups, abgerutscht, nochmal. Und das Ganze einmal drehen. Ihr könnt das über diesen kleinen grünen Knopf hier oben machen. Wenn ihr da aber nachher bei den genaueren Zeichnungen, ja, kann man sich da immer nicht so richtig drauf verlassen, dass das auch alles ordnungsgemäß übertragen wird. Darum gehe ich ganz gerne auf der rechten Seite erst einmal hinterlegen, dann auf der rechten Seite zum Transformieren und nehme da den dritten Drehknopf und sage einmal um 180 Grad drehen und kann mir das Ganze jetzt hier reinsetzen und natürlich noch einmal ein bisschen verkleinern, damit das schön in meinem Druckbereich bleibt. Kontrollieren wir nochmal alles, ob auch alles im Druckbereich ist und ob die Wimpel so sind, wie wir sie haben möchten. Und wenn das dann soweit der Fall ist, dann können wir uns das Ganze in der Farbe belassen oder nochmal ändern. Na, ich fand die andere Farbe ganz okay. Wenn jetzt mal irgendwas nicht so, ja, wie jetzt zum Beispiel hier mit der Farbe,
nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben und wir wieder ein, zwei oder drei Schritte zurückgehen wollen, dann schaut mal hier oben in der oberen Leiste, ist der Pfeil nach links und einmal der Pfeil nach rechts. Und wenn ihr auf den rückgängig machen Pfeil drückt, also den nach links, dann erscheint euer vorheriges Muster wieder zurück. Da jetzt alles nach meinem Geschmack ist, kann ich das über die Funktion drucken, einmal ausdrucken. Und wenn ihr das Ganze ausplotten möchtet, dann geht man hier oben auf Senden und so kann man sich das Ganze dann vom Plotter ausschneiden lassen. Auf diese ganzen Einstellungen hier werde ich im nächsten Video wieder eingehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Format hat euch genauso gut gefallen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.